Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play to City Skylines. Ja, Leute, nach unserem Abriss des Todes das letzte Mal, hier, ich bin schon wieder verwirrt. Hier war ja alles voll und jetzt ist nicht mehr so voll. Aber es war einfach, ja, es war scheiße gebaut von mir von Anfang an. Und deshalb haben wir da, oder habe ich entschlossen, das einfach alles abzureißen. Ja. Ein Bürgermeister muss manchmal harte Entscheidungen treffen, Leute. Das ist einfach so. Wir können uns jetzt mal den Verkehr anschauen. Ja, hier natürlich. Jeder muss hier durch, wenn er auf eine andere Seitenstraße hier will oder hier. Das ist halt so. Hier sollten wir eigentlich auch noch abreißen, aber das habe ich mir erspart, denn hier lief es ja, oder hier geht es ja noch. Ist ja nur ein kleines Gebiet, aber das hier war ja alles. Bisschen Kacke-Arsch, wenn wir ehrlich sind. Deshalb weg damit. An alles Neue. So, aber es werden Wohngebiete gefordert, Leute. Also kann das alles nicht so falsch sein. Wir haben hier diese Straße genommen. Dann nehmen wir die doch weiter. So hier. Ach, jetzt steht hier was im Weg. Das ist nicht so schön. Das hier verbinden. Warum denn nicht? Und natürlich unsere Querverbindung hier nicht vergessen. Ich denke, wir werden hier noch ein paar mehr reinmachen müssen, früher oder später, aber momentan geht's noch. Wir brauchen jetzt Wohngebiete. Das finden wir gut. Damit kommen wir an mehr Bürger und mehr Bürger. Dann können wir irgendwann die Monumente bauen. Was ich auch noch gar nicht gemacht habe, Leute. Also, noch eins habe ich mal gebaut. Meiner privaten Stadt. Ein einziges. Aber, ja. Gibt's hier auch einige, also von dem her. Wie sieht's mit der Schönheit aus hier? Naja, hier wird schon wieder hässlich, ne? Was können wir da. Ach, ich sollte mal wieder neue Gebäude runterladen, ne? Ah. Es gibt so viel Sachen mittlerweile, Leute, also an Gebäuden. Wenn ihr das Spiel selber habt, schaut's euch mal an. Anti-Mods und so, also das ist unglaublich, wirklich. Oh, was ist denn das hier? Modern Art Museum. Hier können Besucher die schönen Künste genießen. Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Ja, dann lass die doch hier. Sollen wir das hier reinbauen? Wollen wir das hier haben? Ist die Frage. Eigentlich nicht, oder? Ich bin mir etwas unsicher. Bin mir da etwas unsicher, ob ich das da haben will. Wollen wir das ins Stadtzentrum haben? Unser Gewinn ist natürlich auch extrem nach unten gegangen, nachdem wir das alles abgerissen haben, aber. Ah. Oh, da sind ja auch noch. Das ist ja gar nicht schön hier. Sollen wir das dann hier hinbauen? So hier. Ja, hier hin. Hier sieht es doch ganz gut aus. Hier will mir das ganz gut gefallen, denke ich. Und zack. Sieht es denn aus? Ach, schön. Vor allem, weil der Totenkopf da drüben auf der anderen Seite ist, ne? Und schon bauen sie sich aus, Leute, seht ihr? Das hat aber was, das Museum hier. Ja. Kann man machen, ne? Kann man machen, Leute. Wie viel brauchen wir nochmal für die nächste Stufe? Ach, 65.000, ja. Oh Mann, wir waren schon so weit. Aber gut. Damit müssen wir leben. Dann bauen wir hier doch. Was bauen wir hier hin? Einen großen Spielplatz? Klar, warum nicht? Großer Spielplatz ist immer schön für Familien. Und vielleicht noch was zum Erholen, so ein Picknickplatz. Doch schön, oder? Ein Picknickplatz. Hier hat doch was. Finde ich. So.
Nick Star Park. Ach, das hat mich ja umbenannt, genau. Wäre alles. Weil hier nichts hinkam. Deswegen, so war das, genau. Oh Mann. So, wie wird unser Flughafen benutzt hier? 200 letzte Woche. Naja. 67 pro Woche. Aber der Hafen ist ja mal wirklich lächerlich, oder Leute? Ich weiß nicht. So. Kommen zwar sehr viele, das ist sehr viele. Die meisten sind Touristen, wo dadurch kommen, aber es ist beim Flughafen nicht anders. Wir müssen hier natürlich auch noch U-Bahn-Linien legen, die wir alle abgerissen hatten, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Legen wir doch mal. Ja. Leider muss man dafür Häuser abreißen. Etwas traurig, aber so ist es nun mal. So, da noch eine hin vielleicht. Hier. Hier noch und hier noch. Zum Glück hatten wir ziemlich viel Geld gespart. Ich sehe jetzt, jetzt sind wir schon wieder im Minus. Wir müssen mal schauen. Wir müssen da was dagegen tun. Das ständige Minus sein ist nicht schön. Nein, nein, nein. Das will mir nicht gefallen. Und warum kommt hier keine Müllabfuhr hin wieder? Manchmal verstehe ich das nicht ganz, aber gut. So, hier alles erstmal miteinander verknüpfen. Nein. Drücke ich die rechte Maustaste, ich hält. So hier. So hier. Du verknüpfst dich hiermit und du dann damit. Und du dann hiermit und dann hier noch damit. Und dann machen wir eine Linie. So hier. So hier. So. Haben wir hier jetzt? Hier hin. Dann fährst du hier hin. Fährst du hier hin. Hier hin. Ist natürlich auch noch nicht ideal, weiß ich auch, aber es wird sich, können wir alles noch ändern später. Noch. Auf jeden Fall kommen sie jetzt hier überall hin. Was doch schon mal was ist, finde ich. So. Sie kommen hier jetzt überall hin, das ist schön. So. Und schon geht die Nachfrage wieder hoch. Das ist schon extrem. Was ist hier los? Wir haben doch hier sogar eine Müllverbrennung. Mach mal was. Kacke. Haben wir das irgendwie runtergeschraubt? Nee, sogar hoch. Also wenn sie da nicht hinkommen, dann weiß ich auch nicht. Dann hier müssen sie ja nur hier rüber und dann hier durchfahren. Also ich bitte euch, Leute. Das wird ja wohl zu machen sein. Gibt jetzt auch eine Mod für die Ampeln, dass man die selbstständig ran machen kann und auch wegmachen kann. Und mal sehen, ob wir die benutzen werden. Momentan geht's ja mit dem Verkehr, oder? Soll ich mal auf den Verkehrsbutton klicken? Ich trau mich da immer nicht. Ja, es geht so. Ja, hier ist. Aber insgesamt finde ich, ist unsere Stadt ganz okay beim Verkehr. Hier ist es nur wegen diesem Güterhafen da. Weil da immer so viel kommen und rein wollen und überhaupt. Da kann ich aber auch nicht viel machen. Was ist hier? Die ist voll. Schön. Haben wir denn genug Kapazität? Oh, ja. Und dann macht die doch mal leer. Was ist hier? Ach, du hattest wahrscheinlich keine Kohle mehr, ne? Wenn ich auch nicht mehr brauchen eigentlich. Eigentlich können wir den abreißen, denn wir haben hier unseren Atom-Oschi. Oh Mann. Ja, ich traue dem aber noch nicht ganz. Ich, ne, dass es doch noch hochgehen kann, früher oder später. Und dann stehen wir da. Und haben, hatten mal eine schöne Stadt. Jetzt mach doch hier mal leer. Was soll denn das? Ja, natürlich. Da kommen sie nicht hin. So dumm. Hatte ich wohl vergessen zu verschieben.
Uni läuft auch gut. Ja, Müll haben sie auch erledigt, außer hier, weil da kommen sie auch nicht hin, natürlich. Das einzelne Gebäude scheine ich vergessen zu haben. Bei unserem Abriss des Todes, aber das wird noch. Was ist hier? Nicht genügend Kunden. Ja, ja. Gebe ich euch recht, vielleicht sollten wir hier mal ein paar Bürogebiete wegmachen und ein paar Wohnhäuser vielleicht hier an den Rand setzen. Oder? Warum nicht? Ich finde schon, dass man das machen kann. Aber jetzt habe ich hier wieder... Oh Mann! Ich verkack's heute aber auch wieder. So, hier. Bitteschön. Passt das hier noch? Warum ist das hier denn weg? Habe ich denn nicht richtig ausgemalt? Kann ja gar nicht sein. So. Schön. Ist doch ziemlich viel los hier auf den Straßen, ne? Das ist ja auch... Ja. Ist zwar noch nicht zu vergleichen mit hier hinten. Und da sind die Gebäude schon weiter aufgestiegen, aber... Es sieht trotzdem schön aus, wie ich finde. Und nein, ich möchte jetzt... Kann ich über ein neues Land kaufen? Doch, ich kann sogar, aber ich möchte jetzt nicht. Danke. Diese... Dass ich immer tausendmal dich daran erinnern. Naja. Naja. 268 kranke Bürger bei 46.000. Ja gut, damit kann man leben, oder? Durchschnittsgesundheit 72%. Das ist aber nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, ich werde hier noch eine Klinik hinsetzen. Ich denke, das sollten wir tun. So. Ja, jetzt werdet aber auch bitte alle blau. Blau werden. Also nicht zu viel drin trinken, sondern einfach blau werden hier. Na komm schon, hier steht doch die... Das ist doch gut erreichbar. Wird aber langsam. War nur krank. Oder? Na komm schon. Du auch noch. Mach das Symbol weg. Ja, kranke Bürger, ich weiß. Naja. Wird wieder. Alles wird wieder gut. So. Hier können... Ach genau, hier wollte ich... Moment. Hier wollte ich was Schönes tun. Das ist so ein Weg mal lang sehen. Können wir doch hier mal ansetzen, so ein Weg. Aber auch bitte kurvig. So. Erst einmal. So hier. Und dann hier am Strand entlang führen. Dann können die Bürger hier schön spazieren laufen. Am Strand. Im Gehweg. Hat doch auch was, oder? Oh. Aber man sollte nicht mit der Autobahn verbunden sein, vielleicht. So. Hier können wir auch noch ein paar Gebäude hinsetzen, natürlich. Genau wie hier. Ja, Einkaufsmöglichkeiten. Können nicht schaden. Ja. Dann können sie hier vielleicht joggen gehen oder... Ich weiß nicht. Ist doch ganz schön hier. Wenn man so hier guckt. Wenn man hier lang geht. Kann man sich hier ein bisschen Skyline angucken. Und die Boote, die warten. Oder Schiffe, Entschuldigung. Und dann geht's hier weiter. Bisschen joggen, was für die Gesundheit tun. Doch schön. Oh, hier wird's laut. Warum wird's hier so laut? Bestimmt die U-Bahn unter uns. So, da kann man schön joggen gehen. Und dann, wenn man total ausgepowert ist, dann sucht man sich hier ein Taxi oder so. Oder steigt in die U-Bahn und fährt zurück. Oder in den Bus hier. Ja. Finde ich schön.
Es wäre jetzt noch cool, wenn wir hier irgendwelche Plätze dran bauen. Also Parks oder so. Ich weiß nicht. So einen Fußballplatz hier dran bauen oder so. Das hätte noch was. Mal sehen, ob sie das vielleicht noch einfügen. Wäre vielleicht ganz cool. Oh. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn Flut kommt, dann kriegt man vielleicht ein bisschen nasse Füße, aber... Sieht doch aber gut aus. Mir gefällt das. Und hier wachsen auch schon ziemlich teure Häuser. Schaut mal. Wo haben wir eigentlich angefangen mit unserer Stadt, Leute? Hier, oder? War das hier? Ich glaube, das war diese Einfahrt hier, wo wir angefangen hatten. Dann hatten wir hier Industrie. Das sind mittlerweile auch nur noch Büros und... Ist doch schön. Also mir, ich finde dieses Spiel genial, ganz ehrlich. Ja, dann machen wir wieder normale Arbeit. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, für dieses Geld. Und vor allem die Mod-Unterstützung ist ja nicht zu vernachlässigen, ne? Denn was wir hier an Gebäude bauen können und auch runterladen können und wie auch immer, dafür werden bei anderen, zum Beispiel bei SimCity, teure DLCs müsste man dafür kaufen, ne? Und das fällt hier natürlich weg. Und das Grundspiel ist auch schon um einiges billiger. Zumindest am Anfang war das ja, ich weiß gar nicht, was es momentan kostet, SimCity, keine Ahnung. Ist auch relativ egal, denn wenn man das Spiel hier haben kann in SimCity, dann sollte man zu diesem Spiel hier greifen. Ist meine persönliche Meinung natürlich nur. So. Da sieht man noch unsere alten Windräder. Ja, Windturbinen. Wie heißen die? Windturbinen, oder? Fortschrittliche Windturbinen, ich sag's dir. Ja, gut. Da würde ich aber an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, haut rein. Ciao!